So, guten Morgen. Ich begrüße Sie alle recht herzlich zu der letzten OSM-Session hier. Die ist aufgeteilt einmal in eine Präsentation von einem Studenten und im Anschluss danach sind noch einige Lightning Talks. Vorher möchte ich noch kurz sagen, dass ich Sie bitten möchte, die Fragebögen noch abzugeben, weil in der Abschlusspräsentation, die im großen Hörsaal stattfindet, wird dann später die Verlosung gemacht. Das heißt, wer seinen Fragebogen noch nicht abgegeben hat und die Chance haben will, was zu gewinnen, der soll das am besten noch machen. Einfach am Empfang oben abgeben. Dann jetzt zu dem Vortrag. Der Robert Bieber ist ein Student von der Universität Potsdam, studiert Master und hat vorher Diplomkartografie studiert. Er wird uns was darüber erzählen, wie man Daten aufbereiten kann für Fußgängernavigation. Ja, vielen Dank, Markus. Hört man mich? Okay. Mein Name ist Robert Bieber, ich bin Student an der Uni Potsdam und innerhalb eines Studienprojektes mit noch gemeinsam weiteren 5 Kommilitonen haben wir uns das Datenmodell von OpenStreetMap angeschaut und die Möglichkeiten für eine Fußgängernavigation analysiert. Die Idee ist, dass der Datenbestand schon mittlerweile für Routing-Dienste verwendet wird, auch für die mobile Navigation mit GPS-Geräten oder Navigationssystemen und natürlich auch für gedruckte Karten. Und man hat in der Geschichte des Projektes gemerkt, dass die Qualität auf Nutzergruppen sich zuordnen ließ, also zuerst auf Auto, für Autospezifikationen oder dann später auf Fahrradinteressen und die Details, die in dem Projekt immer größer werden, lassen sich sicherlich auch irgendwann mal für Fußgänger oder für Gruppen zuordnen, die noch mehr Details benötigen. Und dazu später jetzt mehr in meinem Vortrag. Das Problem sind die straßenbegleitenden Wege. Da gibt es bisher keine klaren Regeln, wie man die Daten aufnimmt und zu halten hat. Es gibt viele Vorschläge, die Proposals und Workshops zu diesem Thema, aber es gibt immer noch keine klare Lösung. Und unser Projekt hat es versucht, aber hat auch keine klare Lösung. Es ist auch schwierig, in einem Projekt, so ein Wiki-Projekt wie OpenStreetMap da vorzusprechen, aber es soll einen Überblick geben, was zurzeit, was es für Ansätze gibt. Fußgängerrouting bisher, hier ein Beispiel des Open Route Service, beschränkt sich halt eigentlich nur auf die Wege, die der Fußgänger erlaubt ist zu benutzen, aber nicht unbedingt auf die Möglichkeiten, die neben der Straße liegen, nämlich die Fußwege, die Bürgersteige, wie man sie in Deutschland nennt. Und der Fußgänger hat folgende Bedürfnisse bei einem Routing oder bei einer Navigation. Er möchte relativ schnell und den kürzesten Weg haben. Er möchte aber auch sicher und sich während des Weges auch noch sich gut orientieren können, falls er mal die Route verlässt. Mobilität und Attraktivität spielen ebenfalls eine große Rolle. Und dazu sind Anforderungen an das Modell, die eben gerade diese Bedürfnisse gerecht werden. Für das Routing könnte man noch Profile oder bestimmte Nutzergruppen noch weiter spezialisieren, das heißt Menschen mit eingeschränkter Mobilität, Touristen haben andere Ansprüche oder Geschäftsreisende, Kinder könnte der Sicherheitsaspekt eine noch größere Rolle spielen. Das heißt, wie man dann die Daten aufnimmt und welche Daten man wie mappt, das spielt eine wesentliche Rolle, wenn man solche Nutzergruppen betrachtet. Zu den relevanten Objekten, die es in OpenStreetMap schon gibt, brauche ich eigentlich nicht viel zu verlieren. Der Map-Feature-Katalog oder der Objektartenkatalog, der in OSM ja Map-Features heißt,
Der beinhaltet schon sehr viele Objekte, die für den Fußgänger interessant sind. Aber das Routing, darauf möchte ich ein bisschen näher eingehen. Hierzu will ich eigentlich nur sagen, dass es ja in OpenStreetMap gerichtete Ways gibt, also mit Kanten, die eine Richtung haben. Diese bilden die Straßenform sozusagen als Linie dar. Und die benachbarten Fußwege oder Radwege, ich sag mal allgemein straßenbegleitenden Wege, können nun direkt, also als eigene Geometrie oder indirekt, an die Kanten, in Bezug gesetzt werden. Das Datenmodell von OpenStreetMap, denke ich mal, ist jedem bekannt und steht jetzt hier für dieses Modell, für dieses Projekt, werden alle Bestandteile ausgenutzt. Und dann möchte ich noch auf den straßenbegleitenden Weg an sich hinkommen. Also es gibt diese Faustregel aus dem Buch von Frederik Ramm und Topf, die darauf hinweisen, dass wenn ein Hindernis die Straße und Fußweg trennt, also wenn ein ständiger Wechsel auf die Straße möglich ist, dann ist der Fußweg an die Straße attributiv anzuhängen, wenn nicht, dann als eigenen Way zu zeichnen. Nun gibt es natürlich auch Wege, wie jetzt hier auf dem Bild rechts unten, kann man hier unten jedenfalls schlecht erkennen, da ist der Fußweg direkt neben der Straße, aber ein Hindernis, ein Geländer trennt beide Fahrspuren oder trennt den Weg von der Fahrbahn. Geometrisch, sage ich mal, sind diese beiden Linien ja nicht weit voneinander entfernt, aber das Hindernis macht es nun mal nicht möglich, dass man ständig von Weg auf Straße wechseln kann. Man kann drei Datenhaltungsarten ausfindig machen, also die geometrische und die attributive, hatte ich schon angesprochen. Bei der Geometrie werden halt jede Art von Weg, jeder straßenbegleitender Weg separat als Objekt gemappt oder erfasst. Die attributive Datenhaltung, dabei wird halt in der Hierarchie die Geometrie, das daraus besteht, die Straße sozusagen repräsentiert die Geometrie, andersrum, und der kann ein Name vergeben werden und ein weiteres Tag müsste der Straße dann hinzugefügt werden, welcher Typ von straßenbegleitendem Weg es existiert und vielleicht sogar auf welcher Seite. Und es gibt die relationale Datenhaltung, bei der die Beziehung zwischen Straße und Weg noch konkreter abgebildet werden kann. Und die Beziehung, die dadurch hergestellt werden können, sind noch komplexer. Und die Probleme, die in der attributiven Datenhaltung entstehen, könnten hier minimiert werden. Das werde ich gleich nochmal im Detail erläutern. Hier mal eine Beispielkreuzung, also die Wege links unten, der graue Fußweg, der ist jetzt getrennt von der Fahrbahn und die restlichen Wege sind benachbart. Da ist sozusagen ein ständiger Wechsel möglich. Es gibt Straßenübergänge, damit der Fußgänger sicher von rechts oben beispielsweise nach links unten kommen kann. Hier ein Zebrastreifen und das sind, sag ich mal, unmarkierte Übergänge. Könnten auch Ampeln sein. In geometrischen Datenhaltung würde dann jeder Weg separat mit einer Geometrie abgebildet werden. Wichtig ist natürlich für das Routing, dass die Nodes dort, wo sich die Wege, die Geometrien kreuzen, dass dort Nodes entstehen, sonst kann hier keine Verbindung hergestellt werden. Und dass die Nodes, an denen die Straße gekreuzt wird, als Übergang markiert werden. Bei der attributiven Datenhaltung sieht es anders aus. Da fallen ja die straßenbegleitenden Wege weg, mit Ausnahme natürlich der getrennte Weg, der bleibt ja geometrisch.
Und ein Tag muss hinzugefügt werden für den Bereich, an dem dieser Weg gültig ist. Also mit Start und Endpunkt noch gekennzeichnet werden auf der Straße. Bei der geometrischen Datenhaltung muss einfach ja nur die Geometrie neu erzeugt werden und ein einfaches Key-Value-Paar hinzugefügt werden, wie bisher auch nicht anders bekannt. Und keine Nachbarschaftsbeziehungen sind nötig, also man muss nicht mit links oder rechts arbeiten. Allerdings muss bei der Erfassung natürlich präzise im Gelände alles abgelaufen werden, wenn man das mit dem GPS-Gerät machen möchte. Bei Bilddaten sieht das natürlich anders aus, aber da ist natürlich die Frage, wie genau sind die Bilddaten, weil Fußwege ja auch schon relativ kleine Objekte darstellen, die auch nicht so leicht erkannt werden können. Hier unten links sieht man auch die Problematik, die sich dann ergeben. Also es wird relativ unübersichtlich, wenn man das wirklich durchzieht und die Wege geometrisch und einzeln aufnimmt. Verwechslungsgefahr besteht und in der Kartengrafik gibt es natürlich das Problem der Verdrängung, dass dann Straßen, Konturen, Fußwege überlagern können. Und für die Kreuzungsproblematik sind halt extra Verbindungswege nötig, damit man von einem Fußweg auch auf den anderen Fußweg kommt, wenn man die Straße kreuzt. Bei der attributiven Datenhaltung wird halt nur die Topologie an der Straßengeometrie repräsentiert und man muss das Attribut Left oder Right oder es gibt auch Vorschläge mit Ziffern zu arbeiten, 0 zum Beispiel für die Straße und plus 1 und minus 1 für die Richtung. Man ist also abhängig von der Richtung des Ways. Und der Start- und Endpunkt muss präzise erfasst werden für den Gültigkeitsbereich dieser Ausprägung. Und die anderen Lageinformationen, also ob der Weg vielleicht doch einen kleinen Schlenker macht, der bleiben in dem Modell verborgen. Der Nachteil ist natürlich, dass man dann zu der Straße weitere Schlüsselwertpaare hinzufügen muss. Dazu gab es Ideen mit Punkt oder Doppelpunkten, um das zu realisieren. Ja, die Situation wird abstrakter und in der Kartengrafik könnte man sich vorstellen, dass man, wie auch schon bei OpenCycleMap geschehen, Konturen an die Straße hinzufügt. Allerdings ist das bisher nur möglich für beidseitige Konturenführung. Also wenn man auf einer Seite kein Fußweg ist, ist das schwierig darzustellen. Ja, das Problem, was besteht, wenn man halt viele Informationen an einen Way hinzufügt, also viele Tags, dann ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass sich ja ein Tag mal ändert. Und dann muss man den Weg aufsplitten und die Informationen kopieren und ein entsprechendes Tag dann wieder ändern. Das führt zu ganz vielen kleinen Segmenten oder Ways. Splitting hört man auch immer im Wiki oder in Diskussionen. Hier mal ein Beispiel aus TechInfo. Gesucht nach dem Schlüssel Footway-Doppelpunkt oder Cycleway-Doppelpunkt für straßenbegleitende Wege. Also das Haupttag Highway gleich Residential beispielsweise gilt ja als in der Hierarchie ganz oben. Und das sind mal in der Anzahl nur wahrscheinlich weltweit die gemappten Wege mit dieser Kombination, also wenn Schlüsselwertpaare kombiniert sind. Bei der relationalen Datenhaltung werden die Geometrie oder die Geometrieteile und Relationen in Beziehung gesetzt. Man kann also sogenannte Spuren einer Straße topologisch anordnen, also die Nachbarschaft sozusagen definieren und das auch hier unten auch in hierarchischer Form. Das Problem des Splittings kann auch gelöst werden, indem man beispielsweise, ich habe es jetzt mal Kollektion genannt, darunter sind die Fachbegriffe für die Proposals, die es schon gibt, indem einfach
getrennte Wege, also dort in dem oberen Bild, zusammengefasst werden können für Bereiche oder für Gültigkeitsbereiche, die übergreifend sind, wie beispielsweise ein Straßenname. Und ein anderer Bereich, der sich aber wahrscheinlich nicht durchsetzen wird, ist diese Segmentierung, dass man eine Relation Mitglieder hat, den Way und die Nodes eines Ways und dann von einem bestimmten Start bis Endpunkt einen Gültigkeitsbereich definiert und dann ein Attribut vergibt. Der Way wäre dann komplett durchgängig und nicht getrennt. Das wäre da der Vorteil. Ja, das Problem ist, dass sich das Modell dann sehr, sehr abstrakt ist und komplexer wird und dass es schwierig ist, dann für Einsteiger sich da zurechtzufinden. Wir haben mal eine Tabelle gemacht, hier mal eine Auswahl daraus, welche Vorteile und Nachteile es in den verschiedenen Datenhaltungsarten gibt. Ganz einfach mal angefangen, dass man halt im Gelände bei der attributiven Datenhaltung weniger ablaufen muss, mal so ganz einfach gedacht. Aber dass es auch aktuell natürlich keine wirkliche Unterstützung gibt in der relationalen Datenhaltung. Es gibt aber auch Entwicklungen von User Tordanik, der auch für JOSM da ein Plugin entwickelt hat, was mit Spuren arbeitet und wo man neben den Radwegen natürlich und Fußwegen auch Fahrspuren, Busspuren integrieren könnte. Ja, die Fehler sind schwierig zu sehen, falls sie mal entstehen, weil sich entweder zu viele Linien aneinander grenzen, man weiß nicht mehr, welche Linie was ist, oder sie sind gar nicht erst dargestellt, weil sie so abstrakt sind, dass sie in der Relation nicht mehr, also man müsste danach suchen. Ja, was ist noch wichtig zu erwähnen? Klar, die Redundanz wäre bei der relationalen Datenhaltung am geringsten, weil dort viele Sachen zusammengefasst werden können. Aber sie ist halt auch am komplexesten. Ja, und als Fazit, was halt das größte Problem ist, was ich gemerkt habe in Diskussionen, Wiki-Talks und Foreneinträgen, dass halt, viele schwierig ist, die Nutzer und Beitragenden des Projektes irgendwie zu vereinen. Dass man, es gibt halt verschiedene Nutzergruppen wie den ÖPNV-Bereich oder Radfahrer, Wanderer, die eigene Relationstypen entwickeln. Ja. Und dass es dort Probleme gibt, diese zu vereinbaren. Und es gab auch mal irgendwann mal diese Idee des Aufnahmemaßstabes. Jeder mappt natürlich unterschiedlich präzise. Und Autofahrer, wie gesagt, denen reicht die Straße. Der Fußweg ist aber für Menschen mit Mobilitätseinschränkungen schon entscheidend. Und da geht man ja bis dahin, dass man auch abgesenkte Bordsteine mit aufnehmen müsste. Und das Problem, dass der Bürgersteig in Deutschland vielleicht ein bisschen genormt ist, aber selbst in Deutschland unterschiedlich, sage ich mal, wahrgenommen wird. In anderen Ländern gibt es überhaupt keine Bürgersteige. Das sehe ich auch als Problem, dass man dort vielleicht irgendwie eine Lösung findet. Ja, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ja, also erstmal vielen Dank für deinen sehr interessanten, informativen Vortrag. Die Frage wäre jetzt, gibt es Fragen aus den Zuhörern? Wenn es erstmal keine Fragen gibt, hätte ich vielleicht eine Frage. Du hattest jetzt hauptsächlich darüber gesprochen, eben Wege neben Straßen, also Fußgängerwege und so zu taggen und zu mappen. Aber Fußgängernavigation hört ja nicht nur bei so Wegen auf, sondern ich kann ja auch über Plätze und alles navigieren. Ja. Könnte man diese Tags dann auch an einen Platz dranhängen oder müsste man da dann anders vorgehen?
Tja, Plätze sind natürlich anders als Linien. Also sind ja keine Linien, sondern sind ja Flächen. Ich stelle mir vor, dass halt, ja, je nachdem, also die sind diese Tags, man braucht ja da keine Richtungstags mehr. In dem Falle reicht die einfache Zugangsmöglichkeit, also die, wenn dort beispielsweise Highway gleich so und so für Autoverkehr sozusagen zugelassen ist, dann muss natürlich der Fußgänger entsprechend aufpassen, dass er muss halt sozusagen wahrnehmen, dass dort ein Straßenbereich existiert. Ansonsten aber meistens sind Plätze ja Bereiche, die für Fußgänger zugänglich sind. Okay. Gibt es einen Bereich, wo das beispielhaft getaggt wurde, also wo man sich hingehen kann und angucken kann, dass es genau hundertprozentig richtig ist oder so? Ja, hundertprozentig richtig ist natürlich ja, also ein hoher Anspruch. Aus deiner Sicht oder aus dem Also es gibt Erfahrung. Ein Testgebiet in Potsdam im Bereich des Bahnhofs, das kann man sich auch auf der Wiki-Seite Also ist da verlinkt, also wenn ich da gucken würde, würde ich es finden. Also ich werde es nochmal hervorheben, ja, das ist gut. Noch nicht ganz klar, aber ja. Dort haben wir mal einen Versuch gestartet, wie man wirklich konsequent, auch mit diesen Fotos, die vorhin zu sehen waren, ja. Einen Versuch zu starten, wie das die Community mal vorgeschlagen hat, also allerdings ohne die relationale Datenhaltung. Und ansonsten gibt es auch, sage ich mal, bestimmte Orte, wo Mapper schon von sich aus einen Vorschlag irgendwie sich selber gedacht haben oder sich konkret an einen gehalten halten haben. Irgendwie in Bayern gibt es einen Ort unter Schleißheim, wo jemand sehr präzise nur die geometrische Datenhaltung versucht hat durchzusetzen und jeden Fußweg als Linie gemappt hat, als Way. Ja, weil mit hochauflösenden Bildern, also 5 cm Bildern, wäre das ja durchaus möglich, so genau zu mappen. Ja. Also. Ist das eine Frage, oder? Also, wenn man hochauflösende Bilder, Luftbilder hat, also im Bereich von 5 cm, wäre es ja durchaus möglich, so genau zu mappen und zu taggen. Ja, die Frage. Deswegen wäre es gut und ich. Also ich mache es mal ein Beispiel von jemand anders. Wenn ich weiß, es ist genauso richtig, dann kopiere ich mir das gerne. Also schaue mir das halt ab. Die Frage ist halt nicht, wie nehme ich die Daten auf, sondern was will ich später mit den Daten machen? Natürlich könnte man so rangehen und die Daten so präzise wie möglich geometrisch aufzunehmen. Aber für die... Dieser Aufwand, der dadurch entsteht, also Verbindungswege herzustellen, vielleicht auch die Aufnahme zu schwerer zu machen. Also Fehler sind schwerer sichtbar und hat eine hohe Anzahl an Linien. Die ist vielleicht für den Einsteiger zwar einfach zu verstehen, aber schwer dann sich zurechtzufinden. Auf der anderen Seite hat auch die kartografische Darstellung sicherlich Probleme. Im ersten Sinne damit, man müsste Wege generalisieren, vielleicht verdrängen, verschieben. Ja. Aber fürs Routing an sich wäre es natürlich günstig. Ja, hallo. Also ich vermisse in dem Vortrag ganz klar die Darstellung, dass diese Left-Right-Geschichte, also die attributierte Variante, ja auch im Verständnis derer, die das Konzept entwickelt haben, nur eine Übergangslösung sein kann. Also man hat früher auch gesagt, man kann nicht die ganze Welt kartieren, das ist Quatsch und jetzt haben wir die OpenStreetMap und selbstverständlich können wir auch jeden Fußweg und jeden Radweg attributieren. Und wenn ich da sehe, dass da an Fußwegen mit Left-Right hinterher noch ein Surface dran geklebt wird oder am Ende ein Tactile Paving, da gruselt es mich ganz einfach. Und es kann einfach nur sein, dass wir in unseren Editoren halt eine Zoom-Stufe mehr einbauen und natürlich ein vernünftiges Routing mit den vernünftigen Geometrien darauf brauchen. Ja, also da fehlt mir die Klarstellung, dass das Left-Right nur eine Übergangslösung ist für den Moment, wo man die Geometrie nicht genauer feststellen kann. Es hat nichts mit Anfänger zu tun, sondern es hat was damit zu tun, was gerade geht.
Wenn dann keiner mehr Fragen hat, dann bedanke ich mich nochmal für den Vortrag und wünsche noch viel Spaß auf der VOSGIS. Danke. Als nächstes kommen wir dann